Huch. So. Endspurt. Was? Hier gibt's Feinde? Oh, der ist aber schlecht versteckt. Eigentlich eine gute Taktik. Gegner mit Feuer kaputt machen. Den Wehschein von Miss Dooms entdeckt. Wehschein von Miss Schon wieder Gegner? Oh. Plötzlich war der Gegner weg. Schalalalala. Oh, hier sind ja auch noch welche. Transportpapier, okay. Und die Hlalu-Frachtkiste. Davon brauche ich schon ein paar mehr. Hier kämpfen Dienstfrauen gegen Typen. Und verlieren. Nehmen wir jetzt mal ein paar Fachkisten mit hier. Auch irgendwas. Oh, ich hab fast angegriffen. Dafür bezahlt man mir nicht genug. Warum habt ihr die Lalu-Handelskarawane angegriffen? Itis Omalor vom Hause Drees hat uns angeworben, die Karawane anzugreifen. Er hatte etwas, womit er die Maschinen aus den Ruinen zwingen konnte, an unserer Seite zu kämpfen. Omalor hat etwas? Was war das für ein Etwas? Ich weiß es nicht. Es sah aus wie ein Zauberstab, nur aus Metall. Aber das verfluchte Ding ist in die Luft gegangen und dann sind die Maschinen durchgedreht und haben alle angegriffen. Ihr werdet mich nicht töten, oder? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich will nicht sterben. Könnt ihr nicht sagen, ich hätte kooperiert? Banditen der Drees sind auf dem Weg zum Eingang von Nzitums, um die Lalu-Wachen zu überfallen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch retten. Danke. Beeilen wir uns. Tötet Banditen. Hey, hey, Rim. Okay, die zählen offenbar als Banditen.
ist überall. Das ist ja fast wie ein Echo of Soul hier. Zeug, das man überall findet, kann man einsammeln. Wie ich einfach rotzfrech immer die Mine dahin schmeiß. Immer schön vor die Füße. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Schon Rang 2 erreicht. So, jetzt muss ich nur noch dahin. Ein bisschen zu viel. Da ist der Himmelsscheibe, die eine, die wir noch haben. Ihr seid zurück. Hattet ihr Glück bei der Suche nach meiner Fracht? Ich habe eure Fracht und die Papiere von den Banditen zurückgeholt. Das ist beinahe alles. Ich kann es nicht fassen. Mein Auftraggeber wird vielleicht sogar Gnade zeigen. Ihr habt mich gerettet. Ihr hättet nicht helfen müssen, aber ihr habt es trotzdem getan. Habt Dank. Das ist genau der gleiche Ring wie der unten links. Was wirklich zählt, abgeschlossen. Himmelsstäbe einverleiben. Und ein Fertigkeitspunkt. Feuerrune. Oh, ist das laut. Pfeift nicht so laut. Ich spare das mal auf. Als ich diese Banditen der Drehs kommen sah, dachte ich schon, es wäre aus mit uns. Doch ihr habt euch wirklich eine schöne Schneise durch sie geschlagen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, herauszufinden, was diese Halunken vorhatten. Eine gefangene Bandite meinte, starb, mit dem er die Konstrukte kontrollierte, sei während des Angriffs explodiert. Ha, das erklärt, warum die Konstrukte sich gegen die Banditen gewandt haben. Ich habe gesehen, wie jemand in der Tracht der Drehs die Ruinen betreten hat. Er wedelte mit irgendeiner Reliquie herum. Ich schätze, das war Itis Omalor, der Anführer dieses Überfallkommandos. Wie sollten wir eurer Meinung nach damit umgehen? Ich hätte nichts dagegen, den Drehs den kompletten Schaden heimzuzahlen, den sie angerichtet haben. Ich muss hier draußen erst noch aufräumen, aber ich will diesen Halunken von Omalor zur Strecke gebracht sehen. Er ist da hineingelaufen. Habt ihr Interesse an einer kleinen Jagd? Ich werde sehen, ob ich ihn finden kann. Er ist da drin, okay. Sonst haben wir hier draußen keine Quest, ne? Nee. Der Fürst? Warum habe ich den Fürsten nicht entdeckt? Ja, verdammt, dann muss ich zurück nach Shad Assula. Das muss ich mir merken. Und ich dachte, wir wären durch. Scheiße. zu früh gefreut. Wir müssen ja sowieso nochmal durch, wegen den ganzen Weltbossen und Dolmen und Co. Aber trotzdem, hätte ich gerne mitgenommen.
Ihr dort, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich auch, ich sammle gerade Zeug ein. Ihr dort, hat Mera euch geschickt? Ich habe dieses nachhallende Ding an einem der zerschlagenen Konstrukte gefunden. Ich glaube, dass der Stab der Dresi mit Hilfe dieser Resonatoren kontrolliert hat. Ihr scheint eine Menge über die Konstrukte zu wissen. Nicht so viel, wie es mir lieb wäre. Aber ich glaube, die Konstrukte erhalten ihre Befehle vom Stab über die Resonatoren. Die Sphären schlachten zerstörte Spinnen aus. Was wäre, wenn wir in diesen Prozess eingreifen? Dann könnten diese Konstrukte nicht mehr durch Stäbe kontrolliert werden und irgendwann würden sie ihre Schein ganz einstellen. Genau. Wenn ihr Sphären oder Spinnen zerstört, nehmt ihnen die Resonatoren ab. Dann könnt ihr sie mir zum Studium überlassen. Und wo ihr gerade dabei seid, könnt ihr auch alle Reparaturstationen zerstören, die ihr seht. Dann können sie keine weiteren Resonatoren herstellen. In Ordnung? Verstanden, ich kehre bald zurück. Misstönende Befehle. Mir wurde so ein bisschen warm. Ich habe jetzt einen kleinen Ventilator hier angemacht. Falls man ihn hört, tut es mir leid. Oder auch nicht. Habe ich gar nicht nachgeguckt, was das war. Wow. Ah, ist perfekt. Ja, ist perfekt. Ist der gleiche im Endeffekt, nur ein Blitz. Ich finde Flammen ehrlich gesagt besser. Nicht die Ratte, hier, das. Eigentlich traurig, Dwemer-Zeug zu zerstören, weil es halt Dwemer-Zeug ist. Das kommt nie wieder. Was ist denn das eigentlich hier? Oh, ich kann hier im Kreis laufen. Für Geld, genau. Ah, ich fürchte, ich muss noch eine Folge ranhängen hier. Tut doch nichts. Was für ein Gesammelter.
Ich glaube, ich soll nochmal die Punkte verteilen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll.